Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Battle. Ja, diesmal kämpfen wir gegen Armin und Jasmin. Das ist ein kleines Privat-Battle eigentlich, aber ich mache jetzt einfach mal eine Aufnahme draus. Ein neues Let's Battle. Wir kämpfen mit Zufallskämpfern. Zufallsstages. Naja, dann machen wir einfach mal. Ja, es geht ein bisschen flott hier, weil ja, alles wird schnell ausgewählt. Warten tun sie auch. Mitkommentieren tun sie diesmal nicht. Tun sie nicht, weil es lässt sich schlecht machen, finden über Delgado. Da habe ich immer so Probleme da. Da ist die Elgato nimmt das halt nicht mit auf, den das quasi das Stimmen der anderen, beziehungsweise ich die anderen sind sowieso nicht, ich habe sowieso Skype, die anderen kommentieren sie auch nicht. Ich mache das einfach mal so, einfach damit ich ein paar Folgen habe auf guter Spieler. Wir spielen ganz normal Versuche, jeder hat drei Leben sozusagen und wir kämpfen ganz normal. Mit, wie gesagt, mit Zufallskämpfern und halt Zufallstages. Naja. Mehr kann ich natürlich sagen. Ich bin in dem Fall Gluak, Armin, aka Fly Yoshi, ist Mega Man. Und Jasmin, aka Mrs. Jasmin Hardy 87, ist Donkey Kong, der einfach rausgeflogen ist. Ich werde die beiden natürlich in der Beschreibung verlinken, die beiden Kanäle. Naja. Eigentlich im Grunde ist das eigentlich, ich habe da irgendwas im Kopf. Eigentlich ist das mehr so ein bisschen so ein kleines privates Battle. Weil er hat mich gefragt, Jasmin hat mich gefragt, ob ich gerne mitmachen möchte beim Kämpfen. Bei der Runde des Smash Bros. Habe ich gesagt, okay, mach mal gerne. Deswegen habe ich mir gesagt, okay, warum nicht? Naja, wir haben jetzt zwar schon einige Kämpfe hinter uns, aber wir haben jetzt erst dran gedacht, mal das mal aufzunehmen, weil das passt ja eigentlich perfekt, finde ich. Ich habe auch schon, sage ich mal, die ein oder andere Anfrage von jemand anders bekommen, der vielleicht Interesse hätte. Ist eigentlich gar nicht mal so übel. Ich bin raus. Wie gesagt, mir geht es auch bei den Let's Battles geht es mir nicht ums Gewinnen oder ums Verlieren, sondern es geht einfach nur darum, Spaß zu haben. Das war jetzt mal so eine spontane Aufnahmeidee. Ich saß ja einfach da, wir haben ein paar Kämpfe gemacht, und ich dachte, warum kannst du doch gleich mal aufnehmen, das passt doch perfekt, und dann habe ich es halt aufgenommen. Und das geht halt die Folge. Sind halt bis kurze Folgen, aber das sollte aber erstmal kein Problem sein. Umbenennen tue ich die nach, weil das geht alles jetzt recht flott hier. Ich werde jetzt ein Stück aufnehmen. Naja, ist ja erstmal egal. Wir gucken den zweiten hier noch zu, mal sehen, wer das Ganze hier gewinnt. Weil haben sie noch zwei Leben. Jasmin sieht momentan eher schlecht aus mit ihren 175 Punkten. 10%. Und wieder, wenn ich aufnehme, habe ich dieses komische Schleim im Rachen. War schon vor ein paar Tagen, das ist schon wieder so. Ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt kommentieren soll. Das ist irgendwie komisch. Mal sehen. Naja, ich habe jetzt die letzten Kämpfe natürlich, weil wir haben jetzt schon, denke ich mal, so bestimmt so 5-6 Kämpfe bestimmt mindestens hinter uns, das habe ich mir gedacht. Na, wie gesagt, hatte ich mir halt gedacht, dann nehme ich auf. Auch wenn ich die ganze Zeit immer verloren habe, aber das ist erstmal, das ist ja wie gesagt, ist mir eigentlich egal. Es geht halt nur um den Spielspaß, auf gut Deutsch gesagt. Und das sollte es allgemein eigentlich bei den Spielen gehen, um den Spielspaß, nicht ums Gewinnen oder Verlieren. Ja, Armin stellt sich gut aus. Macht sich gut. Ich persönlich kann mit Mega Man irgendwie noch so gar nicht wirklich viel anfangen. Irgendwie ist der komisch, finde ich.
Der hat so einen komischen Schlag-Move. Das ist irgendwie. Nee, also. Das ist eine Sache. Damit komme ich irgendwie nicht klar. Noch nicht. Vielleicht, wenn ich ein bisschen mehr übe, wird das bestimmt besser werden. Donkey Kong hingegen ist mir einfach zu. Ist kein schlechter Charakter, eigentlich ein guter Charakter, nur halt irgendwie ein bisschen zu schwer. Ich kann mit schweren Charakteren irgendwie in letzter Zeit überhaupt nicht umgehen. Also, ich mag eher diese leichten oder so normalen Charaktere hier, Lucina, Marv und so weiter, die mit den normalen, also die halt auf normale Größe sind, nicht halt diese überstarken Gegner oder diese überschwachen Gegner, sag ich jetzt mal, die halt quasi viel zu kräftig sind wie Bowser oder so ähnlich. Bowser, Donkey Kong, Kirby, das sind also die Charaktere, wo ich sage, yeah, muss nicht sein. Muss nicht sein, sondern komme ich nicht mit klar. Naja, das war's auch schon wieder hier. Wir sehen uns beim nächsten Battle. Ciao.